Und aus Berlin ist uns jetzt zugeschaltet Ramona Popp. Sie ist im Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Frau Popp, wir haben es gehört, eine Gasumlage soll kommen ab 1.10. Ist das für Sie der richtige Weg, aus der Krise jetzt rauszukommen? Ja, die Umlage, die jetzt voraussichtlich zum 1. Oktober kommt, ist der Weg, damit die Energieversorgung weiter gewährleistet werden kann. So sagt es die Bundesregierung. Dadurch eben, dass die Gaspreise auf dem Weltmarkt explodieren und diese Preise nicht bislang an die Kunden und Kundinnen weitergegeben werden können, haben wir schon Unternehmer in Schieflage gesehen, die ja auch mit viel Steuermitteln ja auch gerettet werden. Jetzt müssen die Verbraucher und Verbraucherinnen in diese Rettung mit eingebunden werden, ganz offensichtlich über diese Umlage, die zum 1.10. kommt. Ich fürchte, sie ist unausweichlich, aber sie muss sozial abgefedert werden, denn das wird sicherlich nicht ein Pappenstiel sein, was die Verbraucher und Verbraucherinnen da wegzustecken haben. Das heißt, Sie befürchten auch, dass da einige Haushalte in Schieflage geraten könnten? Ja, wir sehen ja jetzt bereits in unseren Beratungen, dass die Menschen jetzt schon teilweise mit dem Rücken zur Wand stehen aufgrund der Preissteigerung der letzten Monate. Nun laufen die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung ja zu 1. September ja alle aus. Und stattdessen kommt zum 1. Oktober eine neue Preiserhöhung über die Gasumlage. Wir befürchten wirklich, dass Menschen dort im Herbst, im Winter, wenn keine soziale Abfederung kommt, dass Menschen im Herbst und im Winter vielleicht nicht mehr heizen können, vielleicht eben die Strom oder das Gas abgestellt bekommen, weil sie die Abschläge nicht mehr zahlen können. Deswegen brauchen wir ein Hilfspaket, was direkt auch mit der Umlage kommt und denjenigen hilft, die wenig Geld im Geldbeutel haben. Und wir brauchen, wie in der Corona-Zeit, ein Moratorium für Sperren auf Energie, also auf Strom und Gas, und dass natürlich den Menschen nicht die Wohnung gekündigt wird, wenn sie die erhöhten Abschläge nicht zahlen können. Können Sie uns aus Ihrer Praxis, aus den verbraucherzentralen Praxen mal erzählen, eine Maßnahme gegen die steigenden Energiepreise war ja das 9-Euro-Ticket. Ist das aus Ihrer Sicht ein Erfolg? Ja, die Zahlen zeigen, dass das 9-Euro-Ticket ein riesiger Erfolg gewesen ist. Wir sehen das natürlich auch, dass die Menschen sagen, es hat auch geholfen. Und der eine oder andere hat sich auch überlegt, das Auto stehen zu lassen und künftig mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, was ja klimapolitisch ja auch sinnvoll ist. Insofern braucht es auch dort eine Verlängerung. Wir sagen, mit unserem Vorschlag gehen wir auf den Markt gerade ein 29-Euro-Ticket und vor allem die Einfachheit, dass es bundesweit gültig sein soll. Das hat die meisten Menschen begeistert, das hat den meisten Menschen auch geholfen. Insofern ein bundesweit gültiges Monatsticket, was günstig ist, für 29 Euro sagen wir, das wäre eine gute Verlängerung des Modellprojekts, das 9-Euro-Ticket. Modellprojekt Tankrabatt, was sagen Sie dazu, auch verlängern? Auf den Tankrabatt schauen wir als Verbraucherschützer und Schützerin skeptisch, denn der Tankrabatt, da scheiden sich ja gerade die Geister, scheint zumindest nicht in voller Höhe an die Verbraucher und Verbraucherinnen weitergegeben worden zu sein. Und vor allem begünstigt der Tankrabatt diejenigen, die große, teure Autos sich leisten können, die viel Sprit schlucken. Wenn eine Abfederung eben der steigenden Energiepreise vonnöten ist, dann halten wir es für sinnvoll, dass es vor allem denjenigen zugutekommt, die niedrige Einkommen haben. Und deswegen ist der Tankrabatt bei uns nicht die oberste Priorität. Mhm. Frau Popp, die Inflationskrise müssen wir auch noch mal besprechen. Die Rate ist hat sich leicht verbessert. Also die Inflation ist gesunken auf derzeit 7,5%. Glauben Sie, das ist eine Eintagsfliege? Wir müssen mit mehr rechnen oder haben wir das Schlimmste vielleicht sogar jetzt schon hinter uns? Auch hier kann man nur darauf schauen, was die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, was die Experten und Expertinnen sagen. Die meisten gehen aber von einer Atempause aus, die wir hier haben, mit einer kleinen Absenken der Inflationsrate. Fakt ist, wenn die Gasumlage zum 1.10. kommt, wird es natürlich wieder die Preise nach oben treiben. Und auch in anderen Bereichen, glaube ich, fürchte ich nicht, dass wir jetzt Entwarnung geben können, sondern tatsächlich die Menschen müssen vor allem Energie sparen. Das sagen wir auch in unseren Beratungen immer wieder. Natürlich soll es ein Hilfspaket und Abfederung geben, aber am besten ist natürlich, Energie zu sparen. Und jedes eingesparte Kilowatt ist auch eins, was ich nicht bezahlen muss. Ramona Popp war das mit der Sicht der Verbraucherzentralen. Ein Interview aus Berlin. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.